Hallo und herzlich willkommen zu Wundervibe Web TV. Fans von Justin Bieber, die können aufatmen, denn das Mädel, was behauptet hat, ihr Baby sei von dem Sänger, hat die Vaterschaftsklage tatsächlich zurückgezogen. Ja, das bedeutet, Justin Bieber muss nicht zum DNA-Test, fragt man sich natürlich, warum hat die Gute das überhaupt gemacht? Ja, es kann natürlich sein, dass sie einen totalen Knacks weg hat, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie sich ziemlich einschüchtern lassen hat von den Anwälten von Justin Bieber. Die haben nämlich gedroht, ganz ehrlich Mädel, wir können ganz gerne diesen DNA-Test machen, aber wenn sich herausstellen sollte, dass Justin Bieber definitiv nicht der Vater ist, dann hast du eine ordentliche Verleumdungsklage am Hals. Eventuell hat sie da kalte Füße gekriegt oder aber, es könnte auch sein, und darüber könnt ihr mal nachdenken, Justin Bieber hat ganz heimlich ihr eine Menge Geld geboten, dass sie den Mund hält. Es könnte ja sein, dass das Kind tatsächlich von Justin Bieber ist. Ja, und jetzt macht sie sich ein schönes Leben, verleugnet sozusagen den Vater und er hat seine Weste wieder weiß gewaschen. Das wäre doch schön. Ja, Til Schweiger ist ja ein erfolgreicher Schauspieler hier in Deutschland, hat schon jede Menge tolle Filme gedreht. Und jetzt ist ihm ein neuer Clou gelungen. Er wird neuer Hamburger Tatortkommissar. Ja, das Ganze ist noch nicht bestätigt. Offenbar sind da die Verträge noch nicht unterschrieben. Til Schweiger möchte sich nicht äußern. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass er in Zukunft die Hamburger Stadt wieder sicher machen wird. La Fee hat ein neues Album, das da heißt Frei. Und jetzt gibt es die zweite Single-Auskopplung daraus, Leben wir jetzt heißt die. Und wir haben einen Videoschnitt für euch, bitteschön. Ich will mich in deinen Augen sehen, komm nimm mich mit, ich vertrau dir eben. Die Nacht ist jung, sie ist blind und sie schmeckt. Ja, und schon sind wir wieder da mit einer Meldung, die uns zum Schmunzeln gebracht hat. Pamela Anderson hat nämlich ein neues Rollenangebot und sie soll die Jungfrau Maria spielen. Ja, genau die Frau im Übrigen, die sich für den Playboy ausgezogen hat, die mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee ein Sextape gedreht hat und die sich ihren Busen richtig, richtig doll aufpimpen lassen hat. Genau die soll die Jungfrau Maria spielen. Hä? Haben wir uns auch gefragt. Ja, aber das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ein kanadischer TV-Sender plant eine Parodie der Weihnachtsgeschichte und genau da soll Pamela Anderson dann mitspielen. Sie hat das Rollenangebot vorliegen. Wir wissen noch nicht, ob sie unterschrieben hat, würden uns das aber sehr, sehr wünschen, weil das Fremdschämenpotenzial wahrscheinlich richtig, richtig hoch sein wird. Und zum Schluss unserer Sendung kommen wir zu einer Meldung, die uns Mädels zum Schwitzen bringen wird. Bradley Cooper, das ist der Kerl, der bei Hangover den Lehrer spielt, ist vom People Magazine zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Wir sagen auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Der gute Mann hat auch verraten, dass er übrigens aktuell Single ist. Und das macht wahrscheinlich alle möglichen Frauen total wuschig. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Muss ganz schnell nach L.A. und mit Bradley Cooper klar machen. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.